Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer virtuellen Klavierstunde hier auf musiktraining.de. Ich bin Klaus und bringe euch weiteren Quarantäne-Content. Heute beschäftigen wir uns mit einer Übung für Anfänger bis Fortgeschrittene. Ich möchte euch Arpeggien vorstellen. Das Schöne ist, Anfänger werden sich besser zurechtfinden in allen Oktaven auf dem ganzen Klavier und Fortgeschrittene können einfach weiter an ihrer Geläufigkeit trainieren, sodass sie irgendwann vielleicht auch ihre neue Rekordgeschwindigkeit aufstellen. Auf jeden Fall ist für jeden was dabei. Wir brauchen keine Noten und Arpeggien klingen auch ziemlich gut. Zunächst mal zu der Frage, was ein Arpeggio eigentlich ist. Es basiert auf einem Dreiklang. Ja, ich spiele hier den C-Dur-Dreiklang, aber bei einem Arpeggio breche ich den Dreiklang. Ich spiele die Töne hintereinander. Das ist schon das ganze Geheimnis eines Arpeggios. Damit das nicht so langweilig klingt, nehmen wir die linke Hand sofort dazu und schaut mal, wie ich die Finger hier nutze. Ich benutze also die äußeren Finger und den Mittelfinger. Zeigefinger und Ringfinger haben eigentlich in beiden Händen nichts zu tun. Und ich kann das Arpeggio jetzt von der linken Hand über die rechte spielen und habe jetzt schon einen ziemlich reichhaltigen C-Dur-Akkord. So, damit ich das ganze Klavier nutzen kann für die Übung, fange ich nochmal genauso an, gehe jetzt aber mit links über die rechte Hand und spiele hier das nächste C-Dur-Arpeggio und gehe dann mit rechts unten drunter her und spiele hier wieder eine Oktave höher und dann spiele ich nur noch den Spitzenton. Da könnt ihr euch den Finger aussuchen und dann geht es quasi genauso wieder zurück. Machen wir erstmal die Richtung aufwärts. Und es wird gleich noch ein bisschen anspruchsvoller. Also keine Sorge. Wenn ihr mitzählen wollt, wir sind in einem Dreiergefühl. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Wenn ihr euch fragt, warum das bei mir schon so schön reichhaltig klingt und bei euch vielleicht noch nicht, ich lasse die ganze Zeit das rechte Pedal gedrückt. Das bringt natürlich einen ganz anderen Sound, weil alle Töne nachklingen. Ja, ihr könnt, falls euch das Schwierigkeiten bereitet, einfach erstmal bei der Richtung aufwärts bleiben. Das ist schon schwer genug, wenn ihr das noch nie gemacht habt, dann könnt ihr euch damit erstmal einige Tage beschäftigen und einfach gucken, wie kriegt ihr das noch lockerer hin, dass es nicht verkrampft, dass ihr schön die Hände benutzt, dass ihr die Handgelenke locker habt und dass ihr vielleicht auch das Tempo ein bisschen gesteigert bekommt. Erst wenn ihr da sicher seid, dann könnt ihr die Richtung abwärts machen und ich empfehle euch immer das C etwas zu betonen. C, 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 C. Und dann könnt ihr immer rauf und runter gehen, was das Zeug hält. Das Schöne ist, ihr habt jetzt nicht nur euer C-Dur-Arpeggio gelernt, sondern auch haufenweise andere Akkorde, denn ich kann ja auch einfach ein A-Moll-Arpeggio spielen. Ich rutsche einfach zwei Stufen runter auf die Töne A, C und E und spiele das gleiche von hier. Und dann nehmen wir als nächstes F-Dur dazu. Vielleicht erstmal bis dahin. Und dann probieren wir mal, das Ganze in ein Metrum zu bekommen und fließende Übergänge zu bekommen. Jetzt verrate ich euch einen kleinen Tipp. Wenn ihr jetzt versucht, von C sofort nach A zu wechseln, gibt es hier in der linken Hand Stress. Ihr müsst hier noch C-Dur zu Ende spielen, aber statt dem C müsst ihr dann ganz schnell zu dem A kommen. Damit wir uns da nicht allzu viel Stress machen, gerade dann, wenn ihr Anfänger seid, lasst den letzten Schlag der linken Hand einfach weg und nutzt die Zeit zur Vorbereitung des nächsten Grundtons. Das machen wir jetzt einmal zusammen, damit das deutlich wird. Also, der erste Akkord ist C, der zweite Akkord ist A, A-Moll, der dritte Akkord ist F. Und ich zeige euch mal, welchen Schlag wir mit der linken Hand dann weglassen, um immer den jeweils nächsten Grundton ordentlich vorbereiten zu können. Wir fangen bei C an. 1, 2, 3, 4, 1,
zwei, drei und weg und A. Und weg. Ihr merkt, jetzt habe ich mit der linken Hand mehr als genug Zeit, um ganz kontrolliert auf den nächsten Grundton zu gehen. So, und jetzt als vierten Akkord überlegen wir uns eine kleine Besonderheit. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann seid ihr eh schon ein bisschen fortgeschritten und wollt vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Wenn euch das reicht, auch in Ordnung, ja? Aber anstatt F-Dur können wir natürlich auch einfach mal F-Moll machen. Wir spielen also statt dem A das Ass. Es ist sowieso ganz gut, auch mal eine schwarze Taste in so eine Etüde, in so eine Übung mit reinzubringen. Aber als wenn das nicht genug wäre, wir machen nicht nur F-Moll, sondern F-Moll 6. Man kann sich also so vorstellen, dass dieser obere Bereich des Akkordes sich etwas verbreitert. F, Ass und D. Das klingt eigentlich auch sehr interessant. Und das kann ich wunderschön wieder nach C-Dur auflösen. Einmal den gesamten Zusammenhang und dann hoffen wir mal, dass alles klappt. Schon gar nicht schlecht. Wir machen jetzt vielleicht noch ein paar Feinheiten und dann haben wir fast schon eine kleine Komposition hier, die auf diesen Arpeggien beruht. Der allerletzte C-Dur-Akkord, der muss noch ein bisschen mehr Wucht bekommen. Den habe ich hier angefangen. Und jetzt kann ich den einfach mit einem zweiten Anlauf nochmal weiter sozusagen mit mehreren Anläufen bis nach ganz oben an die höchste Taste arbeiten. Und zwar mache ich immer vier Oktaven. Eins, zwei, drei, vier. Und jetzt fange ich wieder hier an. Eins, zwei, drei, vier. Und hier wieder anfangen. Eins, zwei, drei, vier, eins. Und dann komme ich sehr, sehr schön an diesen Spitzenton. Und dann lassen wir uns noch mehr einfallen. Da ist im Prinzip auch eurer kreativ freien Lauf gelassen. Machen wir noch mal langsam. Eins, zwei, drei, vier und eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei. Und jetzt bin ich ganz oben und kann wieder abwärts gehen. Und hier auch die letzten beiden Cs noch spielen, sodass wir wirklich mal über alle Akkordtöne hier auf dem Klavier gelaufen sind. Okay. Tempo ein kleines bisschen ankurbeln, dynamisch noch ein bisschen arbeiten. Ne? Das heißt, ich kann hier, wenn ich in den höheren Bereich gehe, noch ein bisschen an Kraft zulegen und in den Bässen vielleicht ein bisschen Energie rausnehmen. Dann klingt das Ganze schon sehr musikalisch. Probieren wir es mal. Ja, im Grunde war es das schon. Ich habe jetzt wenig zum Pedal gesagt, im Grunde auch deshalb, weil ihr es eigentlich die gesamte Übung über gedrückt lassen könnt. Dadurch, dass wir uns vor den Akkordwechseln immer einen letzten Schlag sparen, um uns besser vorbereiten zu können, ist es eigentlich auch ganz gut, dass der Akkord vorher ein bisschen in den Hintergrund gerät, weil er einfach ausklingt und die nächste Harmonie, die ich dann drüber klatsche, die ist dann so laut, dass es sich eigentlich nicht großartig in die Quere kommt. Aber ansonsten gilt natürlich, für jeden Akkordwechsel macht ihr auch ein Pedalwechsel. Gut, ich hoffe, dass es euch gefallen hat und ihr schreibt mir mal drunter, wie es für euch auch funktioniert hat, ob ihr damit übt und wie ihr euch auch selber einstuft, ob ihr euch als Anfänger seht, ja, wie viel ihr damit genommen habt oder ob ihr euch als Profi seht und das für euch überhaupt kein Problem ist.
Und in beiden Fällen, ehrlich gesagt, würde es mich sogar sehr freuen, wenn ihr euch aufnehmt und mal euer Ergebnis mir schickt, irgendwie auf YouTube hochladet, wenn ihr wollt. Das motiviert auch nochmal zusätzlich. Ich wünsche euch in den nächsten Tagen viel Spaß mit dieser Etüde. Bleibt gesund und bleibt gut gelaunt und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.